Ich bin jetzt hier bei Hans und Glück und neben mir steht der Rainer. Und der Rainer möchte mir jetzt die 10. Carcassonne-Arbeit vorstellen. Ja, Rainer, worum geht es denn jetzt bei der Arbeit? Bei der 10. Erweiterung dreht sich alles um den Zirkus. Das heißt, wir haben hier auch als neue Spielfigur das Zirkuszelt und die Plätzchen von den einzelnen Attraktionen im Zirkuszelt. Mhm. Wie man sieht, auf den neuen Plättchen sind freie Plätze abgebildet. Einmal diese runden Kreise, die sind die Plätze für die Zirkuszelte. Und dann haben wir daneben die Plätze für die Akrobaten. Genau. Wie man hier schon beim Aufbau sieht, genau hier haben wir das Zirkuszelt. Da kommen dann die Attraktionen drunter. Und dann haben wir die Pyramiden, die unsere Miepel bauen. Mhm. Und bei den Zirkuszelten ist es so, jedes Mal, wenn ich ein Zirkuszelt auflege, dann wandert das Zirkuszelt und löst gleichzeitig eine Wertung aus. Und je nachdem, was für ein Plättchen runter ist, hier ist es gerade der Affe, erhalten angrenzende Figuren, pro Figur, die angrenzend ist, die Anzahl an Punkten. Das heißt, in dem Fall hätte der rote Spieler hier Punkte, aber auch der gelbe Spieler mit seiner Pyramide würde mit seinen zwei Figuren jeweils 30 Punkte wechseln. Oh, okay. Genau. Okay, dann wandert das Zirkuszelt weiter. Es kommt ein neues Plättchen, die natürlich verdeckt liegen. Ja. Die sehen nicht, was drunter ist. Und dann haben wir hier zum Beispiel den Flohzirkus und es wandert hier rüber. Genau. Die angrenzende Figuren bleiben stehen. Sucht man sich das aus, wo dann das Zirkuszelt hinwandert? Oder? Nee, das wandert immer auf das neue Zirkusfeldplättchen. Ach so, immer direkt auf das neue Immer wenn drauf. Wieder ein neues Plättchen angelegt wird, dann kommt dann wandert es auch. Und löst eine Wertung bei dem, wo es gerade stand, aus. Genau. Okay. Genau. Bei den Pyramiden, da haben wir uns ein bisschen eine Anleihe vom Carcassonne Star Wars genommen. Da gibt es ja die Planeten, wo jeder drauf darf. Habe ich gestern erst gespielt. Passen. Ähnlich ist es hier mit den Akrobaten. Immer wenn angrenzend ein Plättchen gelegt wird, dann darf ich einen Akrobaten stellen. Okay. Die Akrobaten türmen sich. Wenn ich dann an der Reihe bin und ein Plättchen lege und keine Figur spiele, darf ich eine Pyramide werten. Darf auch einen Spieler machen, der in der Pyramide nicht drin ist. Um zum Beispiel die Pyramide abzubauen, bevor das Zirkuszelt gewertet wird. Weil es dann natürlich noch mehr Punkte bringen würde. Dann würde ja nicht nämlich die Spieler nicht nur für die Pyramide die Punkte, sondern auch für das Zirkuszelt. Okay. Genau. Und dann erhalte ich Siegpunkte. Ich muss jetzt kurz überlegen, ich denke 5 Siegpunkte pro Pyramide, der drin ist, in der Pyramide drin ist. Okay. Genau. Wir haben dann hier noch gibt's den eine neue Zirkusdirektor. Figur, genau. Genau. Ja. Der wird gehandhabt wie jeder andere Miepel. Er darf allerdings nicht in der Pyramide stehen, weil der Direktor natürlich nicht als Akrobat selber tätig ist. Und er hält passt ja auch gar nicht, der würde nicht wahrscheinlich draufpassen, genau. Ja. Und er hält immer angrenzend an eine Attraktion extra Sekunden. Eine andere Attraktion heißt? Also an ein Zirkuszelt oder an Akrobaten. Okay, aber jetzt nicht irgendwie bei einer normalen Straßenbesetzung oder sowas? Nee, wirklich. Okay. Ja, genau. Und das kommt jetzt mit der neuen Grafik schon? Kommt jetzt mit der neuen Grafik ausschließlich schon? Ausschließlich mit der neuen Genau, ja. Macht letztendlich auch Sinn, dass wir ein Rework gemacht haben. Das spannende große Frage dabei ist natürlich, ist es denn kompatibel jetzt vom Spielen her, also ist es möglich mit der alten Version zu spielen? Also eben besonders jetzt die Rückseiten, sieht man da irgendwie einen Unterschied? Bei den Rückseiten sollte man hoffentlich keinen Unterschied sehen. Also sollten auch die alten. Weil das ja mit dem Rework schon so gedacht ist, dass man meines Wissens die alte Version keine Probleme hat. Okay. Natürlich sieht es eben die Vorderseite an, aber das lässt sich ja nicht rein. Da kann man wohl nichts machen. Genau. Okay, wann wird das Ganze erscheinen? Kannst du dazu schon was sagen? Da kann ich jetzt leider auch nichts dazu sagen. Okay. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald, genau. Nicht mehr so lange. Genau, das sieht ja schon recht fertig aus. Also die Plättchen sind ja irgendwie scheinbar schon richtig produziert, die Schachteln noch nicht. Sollten die mal wieder. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Erklärung. Gerne.